Markus Mariahardt und Oliver Masucci. Und der Film ist gestern angelaufen. Er ist wieder da. 2 Millionen Menschen in Deutschland haben dieses Buch gekauft. Allein in Deutschland ist es in Dutzenden anderen Ländern dann auch erschienen, dieses Buch. Beide spielen, Oliver Masucci kaum wiederzuerkennen, spielt den Hitler. Christoph Maria Herbst hat auch schon den Hitler gespielt. In, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, in dem Film Der Wichser. Er hat auch, er ist wieder da besprochen als Hörbuch. Also beide sind Hitler erfahren. Wie haben Sie sich auf diese Rolle vorbereitet? Wie wird man Hitler-tauglich? Ja, schwierig. Ich hatte einen guten Regisseur, der mit mir sehr lange. Das sagen Sie alle. Das sagen Sie alle. Der mit mir sehr lange, der mit mir sehr lange gearbeitet hat an dem Ding. Und wir haben uns, ich habe mich mit Reden von Hitler eingeschlossen in mein Hotelzimmer und habe 500 Reden auf dem USB-Stick gehabt. Ich bin dann irgendwann da rausgegangen, habe mir das immer wieder angehört, habe das nachts gehört. Ich habe natürlich das ganze Dokumaterial geguckt, was es gibt, das ganze Schwarz-Weiß-Material. Dann bin ich auch noch auf Farbmaterial gestoßen, was es aus der Zeit gibt, was ich total interessant fand, weil die Zeit plötzlich total an uns ranrückt. Und die, durch diese, die, sind, durch diese Nazi-Ästhetik natürlich. Leben sind Sie hochgeachtetes Ensemblemitglied am Burgtheater, im renommierten Burgtheater in Wien. Wie ist das, wenn so eine Anfrage kommt, du spielst jetzt Hitler, dachte man, tolle Herausforderung, oder schluckt man und sagt, soll ich mir das antun? Du hast erstmal Angst davor, ja, ist schon so. Mhm. Dass man sich erstmal denkt, wow, was bedeutet denn das so, Hitler zu spielen, zu sein und sich damit zu beschäftigen so, und hängt das dann an mir dran oder nicht? Oder ist, also das sind 1000 Gedanken, die einem durch den Kopf gehen, ob das gut ist oder schlecht ist. Bereust du das eigentlich, denn gespielt zu haben? Ich habe ein Interview gelesen mit Bruno Ganz vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube mit der Zeit oder so. Und da sagte er, angesprochen auf Der Untergang, wenn er gewusst hätte, welche Geister er gerufen hätte, hätte er es nicht nochmal gemacht. Jetzt ist unsere Drehzeit ja noch nicht so lange her, aber kannst du jetzt schon sagen, ich würde es nochmal machen oder ich hasse mich dafür, es gemacht zu haben? Jetzt kann ich das noch nicht sagen, nee. Kann ich überhaupt noch nicht sagen. Also jetzt super, gut, super gute Frage. Ja, ja. Super gut. Weil ich die Zeit erwähnt habe. Auch, was ich mir nie getraut hätte. Aber ist das jetzt, war das von euch Realsatire? Oder ich habe gelesen, zur Vorbereitung haben Sie beim Schäferhundzüchter angerufen und sind zu 2 Sitzungen zu einer Psychologin gegangen. Und nee, die sind zu uns gekommen. Okay, den Psychologinnen wurde erzählt, die drehen einen Dokumentarfilm über einen Typen mit einer gestörten Persönlichkeit, der glaubt, er ist Adolf Hitler, durch Berlin läuft, zusammengeschlagen wird und sich jetzt bereit erklärt hat, vor laufender Kamera therapieren zu lassen. Das waren Sie? Das war ich. Das war eine Castingaufgabe. Ich kam da an und dann hieß es, die kommen jetzt gleich, du musst das jetzt machen. So, und dann, dann habe ich das gemacht. So, und dann haben wir mal geguckt, wie das geht. So. Und hat sie Ihnen das abgenommen? Die eine ja, ich glaube, die andere, die hat irgendwann angefangen mitzuspielen. Und die erste, die war so, die hat nachher gesagt, wenn ihr das könnt ihr nicht machen. So, also ich habe das dann gehört, bin dann raus. Ich hatte verschiedene Spielaufgaben auch bekommen. So, okay. Und, ausrasten, an den Busen fassen, irgendwie Texte aus dem Buch auch zu sagen, so alles versucht irgendwie hinzukriegen, dann brauchte die irgendeine, ich habe auch immer gesagt, ich kann mich erinnern an meine Kindheit, das schaffe ich nicht, da ist irgendwie nichts, die wollte immer den Punkt finden, warum ich diese Person entwickelt habe. So, okay. Und dann habe ich irgendwann eine Geschichte von Förmchen erzählt, die ich im Sandkasten hatte und meine Mutter wollte gehen und ich habe die dann in den Rhein geschmissen, dann waren die Förmchen weg und der Papa wollte tauchen und der ist aber nie getaucht, ja, nach diesem Förmchen und dann hat sie gesagt, sehen Sie, und das ist genau der Punkt gewesen, wo die Mutterliebe, weil dann gebrochen ist, dann musste ich so lachen. Und ich musste mich aber zusammenreißen, weil David gesagt hat, bleib in der Rolle. Das ist zieh der Regisseur. Die Rolle durch, zieh die Rolle durch. David nennt. Und der Schäfer, ich habe es in Heulen dann umgewandelt. Und der Schäferhund? Das war das erste Casting. Da bin ich angekommen und dann haben wir so ein paar Texte gemacht. Da haben wir eine Szene zusammengespielt, die sehr schön war, ne? Ja, natürlich. Trotzdem spielst du Hitler. Ja, ja. Du bist jetzt Ex-Hitler, ja. Und dann ging es darum, dass man dieses Klingelmäuschen-Spiel macht, was man früher irgendwie gespielt hat, wo man dann mit dem Wählscheibentelefon dann noch Leute angerufen hat und gesagt hat, die Gummipuppe für sie, die ihr Mann bestellt hat, die kommt dann am Freitag. Hier ist Dr. Müller, Sexshop oder so Dinger, ne? Und das haben wir öfter mal gemacht früher und so habe ich das dann versucht mit dem Schäfer
Schäferhund zu machen. Also ich habe versucht, einen Schäferhund zu kaufen und behauptet, meinen alten Schäferhund mit Zyankali vergiftet zu haben. Richtig. Und ob sie mir jetzt einen neuen Schäferhund geben würden. So. Und das war so ein Ding, wie man da so... Also Sie haben diese Prüfungen alle bestanden? Ja, offenbar, ja. Sie durften Hitler nicht spielen. Es gab auch einen ganz klaren Grund, warum Sie für diese Rolle ungeeignet waren in diesem Film. Nämlich? Sie wissen das doch gar nicht. Mit mir hat man da nicht drüber gesprochen. Nein. Man hatte zu viel Angst, dass man Sie sofort erkennen würde als Hitler. Okay, ja, das lasse ich gelten. Ja? Ja. Und wie haben Sie diese Stimme hingekriegt auf diesem Hörbuch? Das ist eine Naturbegabung. Also ich habe mich da nicht drauf vorbereiten müssen, wie Oliver. Ich bin ja der Meinung, dass jeder durchschnittliche Deutsche drei Menschen imitieren kann, auch wenn er es selbst noch nicht ausprobiert hat. Nämlich? Helmut Kohl, Hans Moser und Adolf Hitler. Das sind, glaube ich, auch die meist imitierten und meist parodierten. Das kommt aus einem heraus? Das kommt aus einem raus. Das ist, glaube ich, in dieser kollektiven DNA einfach verankert. Und dann wurde zu den beiden Wichser-Teilen, wurde ich eben nicht als Hans Moser oder Helmut Kohl angefragt, sondern als Alfons Hettler, der zufällig eben so spricht wie Adolf Hitler. Und dann habe ich nach dieser DNA, nach diesem verschüttet geglaubten Talent gesucht und es geborgen. Ohne großen Vorlauf dann? Ja, ich habe gemacht. Das hat jeder Deutsche gehört drauf. Als Hörbuch, ne? Er ist wieder da. Wir sind ja auch viel unterwegs und ich habe ihm auch vorher schon gesagt, er hat das wirklich, wirklich toll gelesen, das Buch. Ich hatte das Buch vorher ein paar Kapitel raus, aber dann unterwegs und im Wagensitz ist nicht so leicht zu lesen. Mhm. Und dann haben wir uns das Hörbuch geholt und war schon wirklich toll gemacht und war sehr unterhaltsam. Also Kompliment. Also, um es nochmal. Ja. Wir können ja gleich mal CDs tauschen. Hörbuch gegen CD. Also, Sie haben gemerkt, Sie spielen Hitler. Sie sagt sofort: Moment, ich krieg die, ich krieg die. Wenn er nur einer hat. Ich habe zwei, keine Sorge. Sie spielen einen Hitler, dem man nicht abnimmt, dass er Hitler ist. Man hält ihn für einen gerissenen Comedian in einem Fernsehsender, für den im Film natürlich Christoph Maria Herbst arbeitet, der ein widerwärtiger Fernsehfritze ist. Mussten Sie eigentlich sehr trainieren, Fernsehfritze zu werden? Widerlicher? Den habe ich auch drauf, könnte ich jetzt sagen. Der kam auch aus Elo heraus. Ja? Nee, das ist ja meine Kernkompetenz als Schauspieler, mich solchen Figuren dann irgendwie zu nähern und mich irgendwie in die dann zu versuchen reinzuschaffen. Also diese Figuren nicht an mich ranzuziehen, sondern mich ihnen zu nähern. Und dieses Buch eben geschrieben von, nach dem Roman von Timur Vermisch, er ist wieder da geschrieben von der Mitzi Mayer und dem David Fnent, gab einem eine Steilvorlage nach der anderen, weil diese Dialoge wirklich sehr pointiert geschrieben sind. Und dann ist es relativ einfach, in diese Situation reinzuhüpfen. Und diesem Regisseur ist auch etwas wirklich Geniales eingefallen. Der hat nämlich irgendwann gesagt, wir belasten es nicht bei der Verfilmung des Buches, sondern wir schicken die Hitlerfigur, also Sie, Oliver Masucci, unter die Leute und guck mal, wie die reagieren. Ich habe den Film gesehen in einem sehr frühen Stadium, das hat mich wirklich erschüttert. Ja. Und da sehen wir einen Ausschnitt. Es sind Dokumentarfilme. Das waren Originalleute. Wir sind damit unters Volk gegangen. Das war aber von Anfang an das Konzept. Also, dass wir wirklich mit der Figur gucken, was passiert. Und das, was der Roman nur behauptet. Da hört dann auch die Komödie auf. Das ist dann wirklich real. Ja? Also, bitte. Die Frau, die wir zuletzt gesehen haben, war Katja Riemann und was war nicht dokumentarisch, sondern das war eine kurze Spielszene. Aber ist Ihnen da nicht das Blut in den Adern gefroren? Ja, das war manchmal sehr hart, das auszuhalten so. Aber auf der anderen Seite musst du eine Rolle spielen und die erstmal durchziehen. Mhm. Und ich war ja damit beschäftigt, das erstmal zu spielen, was ich da mache. Aber es gab natürlich Reaktionen, die waren so heftig, dass wenn einer 2015 mit zwei laufenden Kameras, die offen laufen, und man sagt, was machen wir mit Sozialschmarotzern? Und jemand antwortet darauf, die muss man zwingen zu arbeiten. Und dann sagt Adolf Hitler, ja, Arbeitslager habe ich ja schon 33 gemacht. Mit Ihrer Unterstützung mache ich das wieder. Würden Sie mich da unterstützen? Dann sagt er, ja, ich würde Sie wieder wählen. Waren die meisten Reaktionen so, wie wir es im Film gesehen haben? Die Reaktionen sind so, wie Sie es im Film gesehen haben, und zwar auch in dem Verhältnis. Okay. So, also die meisten waren positiv. Oder so. Die meisten waren positiv, ja. Herr Gysi, hätten Sie sowas, wenn ich Ihnen das vorher gesagt hätte, hätten Sie sowas für möglich gehalten? Nein,
Wobei es natürlich auf die Situation ankommt und wo man hingeht. Aber wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir sind durch ganz Deutschland gefahren. Ja. Also wir sind nicht nur im Osten gewesen. Sagen, wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich mache mir im Augenblick große Sorgen, weil in einem anderen Zusammenhang kommen die Weltprobleme zu uns. Die Regierung ist überfordert. Und das kann eine unbeherrschbare Situation eintreten, die dann genau in diese Richtung geht. Und das müssen wir einfach verhindern. Aber es macht mir große Sorgen. Wenn man sagen muss, der Film endet auch mit Aufnahmen dieses Flüchtlingsstroms, aber Sie haben die Dreharbeiten lange vorher schon abgeschlossen. Das heißt, dieses aktuelle Problem war noch gar nicht da. Das wurde dann noch dazu reingeschnitten, aber es gab ja nicht nur den Flüchtlingsstrom, sondern es gibt mit der ganzen aufkommenden Rechten in ganz Europa. Das gab diesen Zusammenschnitt schon vorher mit der Pegida. Die Pegida hat eigentlich begonnen, nachdem wir, da waren wir kurz vor Ende der Dreharbeiten. Da gingen die Leute, da haben wir gemerkt, während der Dreharbeiten waren wir total überrascht, weil wir dachten, Mann, was ist denn das? Die ganze Mitte rückt nach rechts, und zwar ordentlich. Und zwar so, dass sie solche Sachen, auch fremdenfeindliche Sachen, neben einer Kunstfigur, und wie Adolf Hitler sagen. Und ich meine, und irgendwann, die haben mich ja nicht mehr als Schauspieler gesehen, sondern der Schauspieler tritt hinter dieser Figur irgendwie zurück. Die Leute sehen den und meinen, sie müssten solche Sachen sagen. Laufen vor Kameras. Und das ist eine, die haben sogar, glaube ich, unterschrieben, dass man das senden darf, haben sofort die Rechte hergegeben. Ja. Ich habe eine Frage an Sie beide. Ich war, wie gesagt, in dem Film auch. Und ich muss gestehen, ich habe mich jenseits dieser dokumentarischen Szenen wirklich amüsiert, über den fiktiven Teil amüsiert. Der Hitler, der liest die Zeit und der findet die Parteien im Prinzip alle doof, bis auf die Grünen, die findet er super. Heimatschutz ist Umweltschutz. Heimatschutz, und man muss immer wieder wirklich lachen. Aber das Problem ist, dass ich damit hatte, dieser Hitler, den Sie spielen, ist eine sympathische Figur. Und darf Hitler in so einem Film als Sympath rüberkommen? Er macht ja auch eine Wandlung durch. Naja, aber er bleibt der Einzige, der ist anders als Christoph Maria Herbst. Der ist nicht so ein Opportunist, der sein Fähnchen nach dem Wind richtet. Ja, aber er sagt immer von Anfang an, dass er es genau so wieder machen würde. Und das ist das Absurde, dass die Leute ja offenbar aus der Geschichte da nichts lernen, sondern da steht jemand, der sagt, ich mach's genauso wieder. Ich mach's nur noch besser. Ja, aber das war nicht meine Frage. Also er ist in den dokumentarischen Szenen, aber in dem Film ist er der Einzige, der einen Standpunkt hat und bei seinem Standpunkt bleibt. Und immer wieder entdeckt man oder erwischt man sich dabei, dass man sagt, er ist ziemlich, ziemlich sympathisch. Genau damit spielt die kongeniale Vorlage von Timo Fermisch ja auch. Wenn wer das Buch gelesen hat oder das Hörbuch gehört hat, wird mir dem Punkt recht geben, dass man sich beim Lesen des Buches, beim Hören des Hörbuchs immer wieder dabei ertappt, wie man dieser Hauptfigur recht gibt. Dass man sich dabei ertappt, wie man eben nicht, die Frage wird ja immer gestellt, darf man über Hitler lachen? Dass man eben nicht über Hitler lacht, sondern mit ihm lacht. Ihm also da wieder recht gibt, nämlich über diese Humorschiene. Genau damit dealt natürlich, und das ist das Diabolische an dem Buch und dieses Toxische des Romans hat, glaube ich, David Lent, unser Regisseur, ganz fantastisch mit diesem Kniff eben dokumentarisches Material mit reinzunehmen, aufgebrochen und diese Transferleistung geschaffen, um das in dem Film eben auch zu einer Transparenz zu verhelfen. Und das ist das, und Hitler ist deswegen nicht sympathisch, weil das da muss ich Ihnen widersprechen, weil das können Sie nicht, weil ich es empfinde, das stimmt, ist total subjektiv. Ihre Empfindung kann ich nichts, das stimmt. Aber was Sie gerade im Nachsatz noch sagten, war, das ist der Einzige, der einen Standpunkt hat. Den hat er. Das, ja genau, aber hat das an sich macht ihn ja noch nicht sympathisch. Das ist der gleiche wie damals. Die Standpunkte das ist ja nicht sympathisch. Nein. Aber er kommt in dieser Bande von Opportunisten, die sich da ständig, kommt er als jemand durch? Naja, er hat eine total falsche, schräge Meinung. Ist konsequent. Aber er hat Konsequenz. Das muss ich noch sagen, konsequent zu sein und einen Standpunkt zu haben, finde ich losgelöst von Inhalten noch nicht sympathisch. Würden Sie denn Ihre eigenen Eltern in diesen Film schicken, in dem Sie gerade mitgespielt haben? Ja, das ist natürlich jetzt so eine Frage, die ich nur mit einem klaren Ja beantworten kann, aber aus einem anderen Grund, weil meine Eltern sich natürlich immer freuen, wenn sie den Jungen irgendwie sehen, dass aus dem was geworden ist, dass was anständig von der Straße ist. Und unabhängig davon, hätten Ihre Eltern damit auch ein Problem? Ich glaube nicht, weil die sind intelligent, die sind humorbegabt und wüssten den Film schon richtig zu lesen und einzuordnen und würden nicht hinterher rausgehen und sagen,
toll, es geht wieder von vorne los, mhm, sondern die würden den Film eigentlich eher so sehen, wie sie das Feuilleton der Süddeutschen lesen. Darf ich mal was fragen? Wenn junge Leute, die so schon leicht rechtslastig sind, den Film sehen, was glauben Sie, wie die rausgehen? Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich werde ihn mir jetzt ansehen, aber weil es mich interessiert. Aber was glauben Sie, wie die rausgehen? Etwas geheilt oder eher bestärkt? Oder? Das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was Timo Fermisch mit dem Buch auf jeden Fall nicht wollte, war irgendwie am rechten Rand zu fischen. Ich bin mit dem Buch hier und da ja auch auf Lesetour gewesen in Deutschland. Und zwar war ich, glaube ich, in jedem Bundesland. Kann mir da also so ein bisschen eine Meinung anmaßen. Und das Publikum, das dahin gekommen ist, hat auch sehr, sehr kulturvoll, sehr verständig und nicht zustimmend, sondern mit diesem berühmten Kloß im Hals irgendwie gelacht. Ich saß ja in so einer Showvorführung, ja, wo man gesehen hat, wo man die Leute gefilmt hat bei der Reaktion. Ja, ja. Und die hatten auch ständig das Problem, dass sie nicht wussten, ob sie lachen sollen oder nicht. Mir geht's ganz genau. Das ist ja gut, dass der Film das erreicht, mhm, dass er das erreichen kann. Wir hatten gestern in Wien eine Premiere und da hatten wir volles Haus und nachher eine Diskussion angeregt. Und da waren viele muslimische Frauen zum Beispiel, die nachher gesprochen haben und gesagt haben, dass sie mitgegangen sind mit dieser Figur, mit dem Hitler, dass sie darüber gelacht haben und dass sie nachher richtig schlecht war. Mhm. So, dass sie das selber getan haben. Und wenn das erreicht, dass man sich selber verführen lässt von jemandem, mhm, und dann nachher richtig übel ist, dass man das hat machen lassen, dann kann das irgendwie was erzählen. Christoph Maria Herbst hat vorhin von Bruno Ganz gesprochen und der gesagt hat, vielleicht war es ein Fehler, dass sie das da gemacht haben, weil man ihn immer so hat sprechen hören wie Hitler, auch in den Rollen danach. Wie lange haben Sie gebraucht, um ihn loszuwerden? Ach, überhaupt, es ging ganz schnell. Sie sehen so unglaublich jung aus im Vergleich zu dieser Rolle, ja, wirklich eine Verwandlungskunst und dergleichen. Naja, das war eine Maske, die hat zweieinhalb Stunden gedauert, bis sie da drauf saß. Das war eine Nase, eine Oberlippe, eine Unterlippe. Und Bruno Ganz hat sich natürlich das volle Programm gegeben. Der hat sich meines Wissens nach damals für die Dreharbeiten diesen Bart ja tatsächlich wachsen lassen. War nicht aufgeklebt. Der war nicht aufgeklebt. Der ist damit dann abends auch eben ins Bett gegangen oder ins Restaurant oder in die Kneipe mit seinen Kollegen. Und so eine Drehzeit geht dann über 2-3 Monate. Das ist heftig. Ja. Darf ich Ihnen mal was sagen, was wirklich verführerisch ist? Und das habe ich bei mir festgestellt, den Film habe ich nicht gesehen. Kabarett ist ja ein wunderbarer Film. Und da ist doch in einer Gaststätte der Junge, der aufsteht und anfängt zu singen. Und dann stehen immer mehr Leute auf und singen mit. Und ich habe mich so über mich geärgert, dass mir diese Musik so nahe ging, dass ich ein Kribbeln unter der Haut bekam, was mir nicht zustand. Also wo ich das selber gemerkt habe, wie der dieses Lied anstimmt und wie immer mehr dieses Lied singen, dass das was Verführerisches an sich hat, was kreuzgefährlich ist. Bloß solange man es noch merkt, ist gut. Ich habe nach den Jugendlichen gefragt, weil ich bei denen befürchte, dass sie es nicht merken. Herr Masucci, diese Jugendlichen, nicht alle jetzt, dass ich nicht falsch verstanden werde, sondern die schon so nach rechts tendieren. Also ich glaube, der Film hat eine eindeutige Haltung. Und das, ja? Na gut. Absolut. Der Film hat eine eindeutige Haltung, klar, aber es wurde ja gerade nach der Haltung der Zuschauer. Das Medium Hitler entlarvt etwas, was in unserer Gesellschaft schlummert. Und der erzählt schon etwas über den Zustand unserer Demokratie. Auch gerade durch diese Dokumentarszenen. Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie in diese Jubiläumssendung gekommen sind. Und ich sage, es ist ein verstörender, aber wirklich ein sehr sehenswerter Film. Herzlichen Dank. Dankeschön. Herr Herbst. Dankeschön.